Was ist denn das für ein süßes kleines Schaf? Mäh. Das ist so flauschig. So flauschig. Oh, die sind so cool. Hier ist nochmal ein Item, nehmen wir auch mit. So, dann gehen wir mal in die Jägersiedlung. Und dann fragen wir mal nach, was ist denn das hier überhaupt für ein Jahr? Das Leben in der Steppe. Das harte Leben der Steppe hat die einheimischen Bewohner misstrauisch gemacht, sodass sie Sarah und Noel zunächst mit Argwohn entgegentreten. Es muss jedoch eine Möglichkeit geben, das Vertrauen der Bewohner zu gewinnen, um mehr über diesen Ort und seine Begebenheiten zu erfahren. Offenbar bedürfen einige der Bewohner Hilfe. Biete ihnen dann Hilfe an, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Hallo? 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 Ich habe Hefe. Braucht ihr Hefe? 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 Keiner will Hefe. So, da ist aber jemand. Ach, das ist nur unsere Schokobo-Dame. Hallöchen. Welcome one and all to Casa de Chocolina, the only store within Goddess knows how many years. Ja. Immer diese Zeitreisen, ist ja furchtbar. Da haben wir Feenbogen und Runendorn. Sind aber schlechter als das, was wir haben. Verdammt. Gut, dann nicht. I have to say, you have a really good eye. Aha. Mäh. Sie sind so flauschig. Da haben wir ein Item, das klauen wir den Leuten einfach mal. Das ist okay. 600 G. Immerhin. Kann man mal machen. Erstmal ja alles erkunden, oder? Oder gehen wir jetzt da erstmal zum Ausrüsten? Ich hab keine Ahnung. Ich lass mich von meinen Gefühlen leiten. Gehen wir mal hier hoch. Hallo, komischer Typ. Listen, we could do with an extra arm. You help us, and I'll give you this map. Okay. Fragt sie nur, was willst du jetzt für eine Hilfe? You guys aren't exactly hauling it in. Prey getting scarce? Yes. Ever since that storm blew up, these lands were teeming with game before that. Friends went to investigate the storm, but they never came back. Das heißt, wir müssen den Sturm untersuchen, ja? What brought on the storm? My friends are out there assessing the situation, but even if I knew, I wouldn't tell anyone that wasn't a hunter. But Noel's a hunter. Don't look so surprised. She's right, you know. Really? Then you wouldn't mind if I put you to the test. Let's see what you can do. We've been getting harassed by a pack of monsters lately. Think you can get rid of them for us? Klar, bestimmt. Was sind das für Dinger? Goblins? Aha. We're counting on you. No one knows why they appeared all of a sudden. What are they after? Na dann, das kann ja lustig werden. Right. Let's go. Wo bist du? Hallo? We should search somewhere in this area. Oh, da kann ich was untersuchen. Eine große Apparatur. Aha. Hätte ich das gewusst, du. Hätte ich Kuchen da. Kann ich hier runterspringen? Ja, kann ich. Und ich krieg nicht mehr auf Fallschaden. Yay. Was ist mit dem Ding auf sich hat? Ich habe keine Ahnung. Es wird extra auf der Karte markiert. Nein, das war verkehrt. Ich wollte das hier. Das bringt wahrscheinlich genauso wenig. Ziel in der Goblin ist jetzt. Yay. Hallo. Wir können doch bestimmt gar nichts. Oh nein, ein Schokobo. Ein Schokobo. Warum denn ein Schokobo? Ich will das Schokobo nicht töten. Oder ist es auch wieder sowas, was man zähmen kann, ähnlich wie Substanzen bei Final Fantasy 7 und Schokobo müssen als letztes überleben und sowas in der Runde. Es Chocobo fangen in Final Fantasy 7 ist eine Qual. Aua. Also Chocobo ist schon ordentlich. Dazu halt der Gemüsepudding. Ja, ja, kann man machen. Nein. Böse, aus. Geh erstmal auf hier den Mini-Pudding. Mini-Pudding, Mini-Pudding. Der ist wichtiger als jetzt hier Chocobo vernichten. Wie sieht denn das hier aus? Kann ich das hier fangen? Ist tatsächlich zähmbar. Interessant. Sowas hätte ich gerne als Brech. Einfach nur, weil es ist ein Schokobo. Ja. Muss man ja mal sagen.
wahrscheinlich auch noch ultra selten ist, dann auftaucht. Könnte mir sehr gut vorstellen. So, einmal Mini-Pudding weg. Jetzt können wir auf den Schokobo. Ich glaube, ich schaff's. Oh, Katzenmatsche! Das macht keinen Damage. Aber zumindest sehr, sehr wenig. So. Schon später. Manuel hat jetzt aber schon ganz schön Lebenspunkte, ne? Dadurch, dass er auch Verteidiger geskillt hat hier. Schon nicht ohne. So, Schokobo ist leider gleich tot. Man droppt wahrscheinlich niemand Kristall. Doch! Hat's ein Kristall gedroppt? Tatsächlich, wie krass. Das ist cool. Das nehme ich sehr, sehr gerne. Du hast die Goblins bezogen, erstatte im Lagebericht. Ja, gleich. Erstmal. Wo ist denn das hier? Monsterzucht? Da unser Chocobo. Spätreif, ist okay. Aber. Wo waren das hier? Paradigmen? Monsterverband. Hier, dann kann der Hoplite erstmal weg. Dann wird ersetzt durch den Chocobo. So. Da werden wir bei Zeiten auch nochmal was anderes einsetzen. Haben wir denn überhaupt schon... Da haben wir Manipulator. Für irgendwann mal. Muss ich ja nur immer dran denken, den auch aufzuwerten. Okay. Gut, dann... Monsterzucht. Warum ist denn hier Chocobo? Erlangt ein Monster die Fähigkeiten eines Monsters, ne? Bestimmt ein Monster, von dem die Fähigkeiten übertragen werden. Warum ist denn hier? Ist ja hier Brecher. Den Hopliten. Hoplit wird geopfert, um den zu stärken. Ja. So, damit ist der Hoplit zwar weg. Aber wir haben halt irgendeine Fähigkeit dazu bekommen. Das ist okay. Dekor. Was hat der als Dekor? Ach da, so ein Dingens. Eine Mütze. Kristallfragment. PC versehentlich hier gedingst. Dekor, was haben wir noch? Kleeblatt. Karfunkel. Oh, der ist cool. Ich glaube, das nehmen wir. So. Okay, dann würde ich das Ding gerne aufleveln. Kristarium. Chocobo. Boah, wird schon. Einfach mal immer schön weiter. Na, alles, was wir hier schon mal skillen, ist ja nicht so verkehrt. Und da können wir wieder Schaudersplitter verwenden. Im nächsten Kristarium, das ist okay. Ein Brecherbonus ist okay, ja. So. So, mehr können wir nicht machen im Moment. Aber ich denke mal, das hat uns insgesamt schon ordentlich geholfen. So. Da müssen wir halt bei Zeiten halt sowieso nochmal die ganzen Paradigmen halt mal überarbeiten. Wie gesagt, ich würde halt auch gern hier den Manipulator irgendwie mitnehmen. Aber da muss ich mich halt mal schlau lesen, ob es dann irgendwie noch andere Manipulatoren gibt, die vielleicht besser wären oder sowas. Muss man mal gucken. Und dann Server. Ein bisschen skillen hier. Geht ja mal wieder. Gehen wir hier ruhig Feira ein bisschen an. Mehr ist nicht. Noel. Geht hier weiter in den Brecher. Okay. So. So viel dazu. Fürs Erste. So, dann gehen wir jetzt einmal zurück zu den Jägern. Jetzt kann ich das untersuchen. Eine mysteriöse Aura umgibt die Statue. Mit ist die Statue berührt. Berührt. Wow. Was habe ich getan? Ich habe keine Ahnung. Neues Fragment, Purpurkristall.
Ich habe keine Ahnung. Hallo? You took care of those little monsters. I have to hand it to you. You're stronger than you look. Thanks for dealing with that little problem. Say, can I ask you another favor? Yeah. Some of my people are in desperate need of wool. Why don't you go and talk to the folk over there? They'll fill you in. Okay, dann helfen wir weiterhin Menschen in Not. Hallo? I heard you took care of our monster infestation problem. I'm impressed. Now that you've proven yourselves, I have another favor to ask of you. I need help collecting wool from the sheep wandering the plains. Mhm. Das Gras der akute Steppe wiegt sich gemächlich im Winterzeit. Die Jägerin Mythe hat von Noels und Servers Kampfkraft gehört und bittet sie deshalb um Hilfe. Sie braucht 3 verschiedene Sorten Wolle von den großen Schafen, die auf der Steppe weiden. Um das Paradox zu lösen, sind Server und Noel auf das Vertrauen der Jäger angewiesen und sollten ihnen nach Kräften helfen. I appreciate whatever you can do to help. You'll come across some sheep bigger than the others. They're the ones you want. They have the best wool. Okay. Dann sammeln wir nochmal eben schnell die Wolle. Eins von den Schafen haben wir schon mal gesehen. Irgendwo hier ist noch ein Item. I can feel it. Somewhere around here. It's over here. I am Batman. Ein Grimoire-Gedöns. Meinetwegen. So, also gehen wir mal ordentlich auf Schafejagd. Yay! Schafe, 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 Schafe! Einen Rudel Schafe haben wir, glaube ich, irgendwo gleich hier vor Ort. Da hinten ist noch eins, habe ich gesehen. Na, das ist hier das, was wir zuerst gesehen hatten. Vielen Dank für deine Wolle. Es ist so süß. Es ist so flauschig. Ein Knäuel Rauwolle halten. Yeah. Da hinten ist noch so ein Ding. Es ist so flauschig. Mäh. Mäh. Hallo. Lauf doch nicht weg. Im Ernst, lauf doch nicht weg. Berühren. Flauschwolle. Oh. Es ist ja flauschig. Und da hinten ist noch eins. Ich glaube, ich schaff's. 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 Bleib doch hier. Bleib doch hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Naja, Monster hier, Monster da, Monster hier und dort und überall. Berühren. Feinwolle, yay! Und so viel kleine Mini-Schafe. Du hast 3 verschiedene Wollknäuel erhalten. Yay, auf zurück zum Lager, yay! Das kann ich. Das war easy, das war cool. Mauerarm oder Kekse? Gib mir Kekse. Kekse sind immer gut. Bei Keksen kann ich nicht nein sagen. Also manchmal. Manchmal geht's auch. Da muss ich mich schon stark zurückhalten. So, Frau Wolle. Von Holle. Hier ist auch dieses rote Ding hier aufgemalt. Interessant. Hallo. Thank you so much. The quality of this wool is amazing. Here is a little something for your trouble. Only the best hunters can run around these plains without a care in the world. Maybe, just maybe, you two can save us from the peril hanging over our heads. Mhm. Abgesehen von der Tatsache, dass wir einfach mal die Wolle einfach mal so rausgerissen haben, ne, ist das okay. Gut, hast du noch was zu sagen? I hear you're looking into what's causing the storm. I don't know much, but I'll tell you what little I know. The storm only comes when it's really hot and sunny outside. What should we do then? Wait for the weather to change? There has to be something we can do. There's a weather controlling device nearby. Ist das intense? Okay. Heizt das Klima auf. Ja. Gut, aber ich würde sagen, bevor wir das Wetter aufheizen, würde ich tatsächlich mal eine Aufnahmepause machen und ich würde dann tatsächlich mal so ein kleines Ründchen einfach mal so ein bisschen Erfahrungspunkte farmen, weil ich irgendwie schon fast befürchte, dass wir irgendwie schon so ein bisschen, ne, zu wenig gelevelt haben. Ich habe keine Ahnung, aber ne, das würde ich mir tatsächlich mal eben schnell gönnen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.